Just Get Up, willkommen zu einem neuen Stadion-Vlog. Eversberg gegen Mannheim. Aber jetzt geht's wie üblich in den Fanshop. Das wird so ein krankes Spiel. Also bleibt dran. Vielleicht treffe ich hier einige Zuschauer, einige Abonnenten. Auf jeden Fall liebe Grüße an alle. Ja. Oha. Sehr nice. Ich habe schon einen Zuschauer getroffen, einen Abonnent. Er ist mit seinem Sohn hier. Also, kommt ruhig vorbei. Jetzt wie immer. Oh Gott. Ein Blick ins Stadion. Ich habe diesmal einen Sitzplatz. Auf der anderen Seite sehe ich auch schon zwei, drei Mannheim-Fans. Also Polizei ist reichlich auch am Start. Also es wird. Krass. Da hinten habe ich meistens gestanden, aber ich habe jetzt einen Sitzplatz, weil das mit dem Gitter, nee, ist halt ist auf jeden Fall nichts mehr für mich, die ganze Zeit zu stehen. Da hinten ist schon der Mannheimer Bus. Der Eversberger Spieler sind schon auf dem Rasen. Also, ich bin bei jedem besonderen Spiel im Stadion. Und das ist immer wieder ein sehr schönes Erlebnis, obwohl es ja nicht so groß ist, nicht so die großen Fans haben. Aber es ist trotzdem sehr schön. Das Gründungsjahr ist 1907. Also, ja, kleiner Traditionsverein, obwohl Saarbrücken schon ein bisschen ältere Tradition hat. So, jetzt gucke ich mal, wo ich sitze. D3, Reihe 1. Als ob, das ist ja schon die Reihe. Lol. Okay. Ich hab ganz unten. Ich werde auf jeden Fall jetzt mal über die Gästefans ein bisschen vorbeischauen. Also so weit bin ich noch nie gegangen. Ich werde auch mal gucken, von Mannheimer, was ihr Tipp so ist. Ich bin mal gespannt. Da hinten ist wieder der Mannheimer Bus. Das sind auf jeden Fall schon mal die Gäste. Ich weiß nicht, wie viele da sein. Geiles Deutsch. Wie viele Gästefans kommen von Mannheim? Ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Ich habe das einfach jetzt mal von der Jugend geschenkt bekommen. Das soll die Stimmung sein. Mal gucken. Yoshi, nice, dass ich dich wirklich mal hier treffe. Top. Viel Spaß beim Spiel, gell? Auf jeden Fall. Mach's gut. Du auch. Nice. Die haben schon mal ein Selfie gemacht, also es war schon ein wunderschönes Stadion. Zwar klein, aber nice. Die nächsten, wo ein Selfie gemacht haben, läuft. Nur die SVE. Ich glaube, jetzt langsam auf meinen Platz gehen und die Aufstellung gucken. Ich hoffe, es ist nicht da.
Ja, scheiße. Wenn ich noch mal mein Platz finde. Ich war ganz unten. Ich bin auch bei D4. Ich bin ja D3. Ganz unten. Ich hoffe, ich bin richtig. Halle hat 1-1 gegen Meppen gespielt. Und Saarbrücken spielt auswärts gegen Osnabrück. Viktoria Köln spielt gegen 68. Ich bin ja beim Handspiel gegen 68 am Start. Das soll für die Stimmung sein. Das Kofi. Meine Mannschaft 3-2 gegen Dynamo Dresden gewonnen, also eine sehr starke Leistung. Und gegen so eine Mannschaft perfekt. Gegen 68 werde ich natürlich auch am Start sein. Und ich hoffe, ihr seid auch am Start. Jetzt werde ich mir jetzt mal was zu trinken holen. Muss ich warten, weil die keine 10 Cent Stücke mehr haben. Das war ich auch noch nie. Was war das mit den 10 Stücken? Die hatten einfach mal keine 10 Stücken. Aber jetzt habe ich mir eine Cola. Wolfsburg spielt gegen Leipzig. Also es wird ein schweres Spiel. Und Bayern gegen Gladbach. Ich bin gespannt. Wolfsburg hat noch kein einziges Spiel gewonnen. 2-2 gegen Bremen. Nur 9. Wir begrüßen unsere Torhüter. Wir begrüßen Nikolas Christoph und Frank Lehmann und unseren Torwarttrainer Sascha Puckett. Verloren gegen Bayern. Okay, Bayern kann man mal verlieren. Und Leipzig wird heute auch schwer. Die Torhüter von Mannheim kommen rein. Da hinten ist Kaffee Coffee, ein absoluter Lieblingsspieler. Also der Typ ist eine Legende. Legende, sage ich jetzt mal an Elversberg. Heute ist noch der Release von FIFA 23 und ich bin so happy, dass Elversberg dabei ist in der dritten Liga. Mein nächstes Jahr heißt das nicht mehr FIFA, sondern EAFC. Könnt ihr in die Kommentare schreiben, was ihr dazu meint. Kofi hat ja auch mal gegen Mannheim gespielt, also kann wieder sehen mit seinem Ex-Club. Aber nur für eine Saison. Und dann ist er wieder nach Elversberg.
17 Nummer 2 ist Ekichi und mit der Nummer 22 Martin Winkler. Zum Schluss. Die Nummer 30, Kevin Goffi! Und die 31, Tore. Stärker. Ich bin in 2 Wochen gegen 68 auch am Start, auch in Elversberg und wechsel bei Elversberg. Bin gespannt, wie das wird. Karten habe ich schon und ich hoffe, ihr seid auch am Start. Abonniert auf jeden Fall den Kanal. Wechselt auf. Like das Video. Viel Glück, Waltrin Mustafa, unsere 9. Jawohl. Mal gucken, wie das jetzt ausgeht. Elversberg ist in der Tabelle 2. und 68 1. Mal gucken, wie lange das so bleibt. Also, das ist schon für einen Aufsteiger perfekt.
Mal gucken, wie es in der Rückrunde wird. Ich glaube, ich kann Absturz, aber... Leipzig führt 1-0 gegen Wolfsburg, aber das war eigentlich auch zu erwarten. 5. Minute. Mit der Nummer 4. Oh! Okay, Marc Schnatterer wurde gerade eingewechselt. Ex-Heidenheimer. Auch eine Legende. Vor allem in Heidenheim. Ketterwell und Schnatterer schon. Es sind noch 9 Minuten und da muss Bergmann von Elbert hier. 82. Spielminute. Wir sehen uns in 2 Wochen gegen 68. Bis dann.